Wunderschönen guten. Hallo. Huckelu. Ey. Tag zusammen. Huckelu. Was geht ab? Was ist das denn nochmal für ein Lied gewesen? Ja, Mann. Hi. Wie geht's dir stets? Bucky, Dankeschön für 5 Gifted Subs vor einer halben Stunde fast. Und Dom Turner, Dankeschön für den Prime 6. Und Schoko, danke für den Resub 16. Einen wunderschönen Lukas, hallo. Und Dandy und Dice und Bucky und Chex und Danny Punch und Daynight, Choco, Topson, Nexation, Young Lass, Dankeschön für den Prime. Im 5. Moin Moin. Schattenwolf, hallo. Danny Punch, Schatten, Primex, hallo. Was geht? Hallo, Zille. Eben noch VOD von gestern geschaut. Miss Twinkie kann echt gut parken. Ich bin gestorben, Alter. Kjörn94, danke für den Resub 3. Heute Bewerbungsgespräch gehabt. Bitte einmal alle Daumen drücken. Wie geht's Ihnen, Herr Kusch? Mir geht's gut. Alles tippitoppi. Werbung. Bliert. Masahiro, hallo. Sergeant Obi, Ben, hallo. Newlack, hallo. Stanzi, guten Abend. Der Herr Eichenstein, was geht? Katastrophenkind, was geht? Hallo, Öpper, Willi Wonka. Nur der FC Köln. Ach du Kacke, Alter. Andi, hallo. Cordia, ich hätte heute Morgen noch eine Stunde VOD zu schauen. Ja, dann macht das. Was geht ab, Grant? Hallo, Celli. Was geht bei euch? Hallo, Gilfanta. Mit Dexas Knutschi. Wir spielen heute wieder Big Peanut. Aber ich gehe die Tage mal wieder auf Curtis, gucken, was da abgeht. Bisschen gegen Pommes, bisschen im Kreis stehen. Mal einen chilligen machen. Hallo Blink. Hallo Mega Zicke No Name, du bist selber ein Clown. Hallo Alpino. Ist die Oma eigentlich, ist Oma Kiss eigentlich da? Ich hab die gerade gelesen, ne? Was geht, Hamadini? Hallo, Cordia. Und Hub Psycho Zack und Schlappi und Smashing. Guten Abend. Hi. Oma. Ich hab mich nämlich gestern gefragt, Oma, ne? So nach dem Stream irgendwann. Warte mal, irgendwie hast du die Oma gar nicht im Chat gelesen. Mag die den Big Peanut gar nicht? Ich hab mich gestern echt gefragt, ob du zugeguckt hast. Aber dann ist mir eingefallen, dass du gestern ja geschrieben hast, hier die Erdnuss kommt erst um 20 Uhr heute oder so. Aber hätte ja sein können. Kann ja sein, dass es welche gibt, die Big Peanut nicht mögen, wegen dem Voice Changer auch. Ist ein bisschen komisch. Schmeiß dir eine Runde Tinkepäckchen in den Chat, aber nicht aus meinem Kühlschrank, ja? Sicher. Oh, das Lied ist gut. Was geht ab, Joko? Und Schlappi, es geht. Kölsch, hallo. Wer mag den denn bitte nicht? Könnte doch sein. Hallo, Sektus. Hallo, Chip. Guten Abend, ich bin eben erst mit dem VOD von gestern fertig geworden. Pure Packerei, eure Packerei hat mich echt fertig gemacht. Ja, das war auch so das Highlight gestern. Meine Arbeitszeit kollidiert mit Late Streams. Ah, okay. Okay, Oma. Dann bin ich ja froh, dass das nicht an den Charakter liegt. Ich grüße dich selbst, Hochleistungsschiller. Hallo und guten Abend. Nizzle, Dankeschön für den Prime im 7. Jetzt geht direkt erst mein Antrag auf. Prost, was für ein Antrag denn? Wer Big P nicht feiert, hat die Kontrolle über seinen Humor verloren. Ja, gestern war ein bisschen ruhiger, aber war trotzdem mega lustig, Alter. Allein, ich habe mir das VOD nochmal angeguckt, allein wie ich mit dem Taxi da rumgescheppert bin, ne? Das war, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, Alter. Das ist absolut. Und dann am Ende noch so, hat Milan noch reingekickt mit dem Parken. Ich hasse nur den Spieler, nicht den Char, weißt du doch. Oh, Stich in mein Herz, Sommer. Teddy, danke für den Prime 18. Tag zusammen, du süße Schokokatze. Selber. Das tut richtig weh im Herz, Sommer. Hallo, Treudover. Guten Abend. Jamie, danke schon für den Resub 5. Nein, Curtis, Kuss. Das mit dem Parken war richtig gut.
Vor allem, weil eigentlich ist das nicht lustig, ne? Eigentlich ist nichts passiert, außer dass die nicht fertig bekommen hat zu parken. So. Aber es war so bescheuert, dass es wieder lustig ist. Heißt der Taxifahrer wirklich Pinsel? Nee, das ist der, lass mich nicht lügen, der Ronny. Eigentlich heißt der Ronny. Aber der hat von mir den Spitznamen Pinsel bekommen, weil ich den mit Peanut kennengelernt habe. Da hat der so eine komische Pinselfrisur gehabt. So eine rote. Manchmal denke ich mir nur, ob du manchmal einfach Kopf ausmachst und reinkickst. Nee, ich bin einfach so. Mir geht's gut, Teddy. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ein roter Iro, genau, den hatte der. Deshalb heißt der Pinsel. Warum bekomme ich 40 Sekunden Werbung? Lügen gehört, das hat Werbung für Subs. Subs sind nicht mehr werbefrei, Väterdaten schon lange nicht mehr und ich schalte selber keine Werbung. Ich könnte jetzt, glaube ich, so 30 Sekunden Werbung schalten und dann kriegen... Ich habe irgendwas gelesen, ich habe eine E-Mail bekommen von Twitch, hat sich da irgendwas geändert. Wenn ich selber Werbung schalte, dann sind die nächsten 30 Minuten werbefrei. Für alle. Irgendwie so. Aber sag mal, ist Doc Pille zu euch gestoßen mit oder klingt ihr nur sehr ehrlich? Du meinst den Markus? Nein, das ist nicht Tetzlaff. Nee, nee. Tetzlaff redet noch mal ein bisschen ruhiger, würde ich sagen. Was auch neu ist, bei VOD schauen sind jetzt 3 Werbungen hintereinander. Weiß ich nicht. Also ich habe keine Werbung mehr, aber das ist wiederum auch wieder neu. Wenn du Twitch-Partner bist, bist du auf Twitch komplett werbefrei unterwegs. Ja, Daynight, ganz viele. Manche kriegen Werbung hier, manche nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hatte gerade eine Fitnesswerbung. Twitch will mir sagen, dass die so einen aufhören. Ich bin fett und mit Stolz auf ihr, Mann. Das geht ab, Erik. Noch nie Werbung gehabt. Kein Plan, was ihr alle habt, ja. Machen Sie bitte Puppy Smoke. Ja, machen Sie Puppy Smoke, warte. Stimmt, für die Leute, die der VOD angucken, ihr hört keine Musik, ihr hört nur meine Stimme. Machen wir einfach das. Obwohl, das passt aber jetzt gerade nicht. Egal. Nur ein bisschen leiser dann. Ich hab nach Todesmuskelkater, dann brauche gar keinen Spaß mehr. Ach, die Freiheit ist einfach... Boah, das kannst du gar nicht bezahlen, wie sehr ich mich darüber freue. Diese Freiheit, mit dem Charakter einfach rumzugehen, Freunde zu machen und so. Sich zu verabreden für den nächsten Tag. Weil ich ein bisschen schade finde, ist, dass Lucky momentan nicht dabei ist, wegen Arbeiten. Aber einfach diese Freundschaften zu machen, so. Und wir sind gerade erstmal komplett am Anfang, ne? So, wir kennen die Lisa, wir kennen den Markus. Wir kennen diesen Nico. Dann haben wir gestern die Alex kennengelernt. Mal gucken. Das kann doch echt cool werden. Jetzt kann ich auch wieder auf Party-RP mitgehen, wenn irgendwo Partys sind, weil ich schalte dann einfach die Spur aus. Ist dann natürlich scheiße für die Leute im VOD, weil die hören da Teamspeak dann nicht, aber da müssten sie leider live mitgucken, das tut mir leid. Monster, Dankeschön für den Resub im 9. Stufe 2 sogar. Ja, 9 Monate schon rum, ich bin immer noch hier tanksam. Danke. Wird Zeit, dass Lucky Fulltime-Streamer wird, er sagt dem das, den alten Kopper. Tja, Arbeit geht halt vor. Das stimmt. Was ist das für ein Sound? Das ist Hogwarts-Sound, Mann. Aber warte mal, was meinst du damit, Hochleistungsschiller? Welche Arbeit geht vor? Das habe ich jetzt doch nicht so ganz verstanden. Was geht ab, Seamaster? Finde auch gut, dass Peanut auch so direkt ist, nach 10 Minuten reden, dann sagt so, wir sind jetzt Freunde. Oder der Kontakt zu den Maxis. Ja, so ist der Charakter halt, ne? Der kommt halt vom Land so. Und jeder, der nett zu dem ist, der ist sein Freund wegen Lucky. Ach so, ja, das stimmt. Hast recht. Sir Frox, Dankeschön für den Gifted Zap an Karim 053. Dankeschön. Hallo MDK. Guten Abend. Ich bin mit jedem im MP befreundet, solange der cool ist. Also cool im Sinne von normal. Ohne, dass der auf einen zukommt und einen einfach beleidigt. Wie die Asozialen, die ich immer fotografiere. Ja, Kirin Hassappe kommt von Serfrox.
Das ist Lucky Shy eigentlich eine Remake von Big Smoke oder ein Ice-T-Cosplay? Boah, ich würde eher sagen Ice-T-Cosplay, weil er ist auch Football-Trainer. Ex-Coach und so. Tag, Iran, und geht. Oh, stimmt, Rise of Series, hat der Jamal mir schon gesagt. Anthem wurde eingestampft. Das Remake davon. Mega traurig. Eigentlich habe ich das Spiel gefeiert. Ich bin momentan eher auf der Suche, weil ich so ein bisschen für eine Stunde am Tag ein bisschen nebenbei zocken kann, damit mir GTA nicht zu sehr zu schnell auf den Sack geht. Ich habe mit Mila zum Beispiel heute eine Stunde Guild Wars 2 gespielt. Einfach so. Um mal was anderes vom Kopf zu haben. Und das ist eigentlich ganz cool bisher. Otto von Kessel, vielen Dank für die 200 Bits. Naja, Genshin Impact haben wir wieder verworfen wegen dem Koop-Modus, da das komplett Singleplayer ist. Langweilig. Naja, Valheim habe ich auch keinen Bock. Für so MMO-mäßig. Einfach nur ein bisschen rumlaufen. Irgendwas Neues so für die Birne. Seit 2017 zocke ich GTA, Alter. Ich kenne die verkackte Stadt in und aus. Ich kenne alles aus, wenn ich da. Wenn du was anderes spielen willst, dann spiel doch Tomb Raider. Halt die Klappe, Junge. Naja, WoW habe ich keinen Bock. Weil da habe ich Angst, wieder richtig süchtig zu werden. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee von den beiden Charts gekommen? Ich habe Big Peanut auf Nifty mal gezockt. Da hat Mila nur ihren normalen Charakter gespielt. Und dann haben wir uns einfach überlegt, was wird dazu passen. Dann kam Lucky noch dazu und dann alles cool. Mario Kart habe ich nicht. Macht aber auch keinen Spaß. Da raste ich nur aus. Hearthstone? Habe ich mal gespielt. Aber ihr pennt ja schon bei GTA-RP ein. Wie soll das denn hier sein, wenn ich ein Kartenspiel hier spiele? Da schreibt gar keiner mehr was. Nicht mal der Bot. New World kommt im August, habe ich auch gesehen. Aber muss man sich mal angucken. Vielleicht wird das cool. Tarkov ist nicht mein. Ich bin alt, Mann. Ich kann da nichts mehr reißen in den FPS-Dingern. Denver und so zocken das. War es eigentlich mit dem Curtis-Char? Du meinst wahrscheinlich was? Nix, der ist zu Hause. Habe ich vorhin gesagt, ich packe den jetzt wieder mal aus. Wir switchen halt so ein bisschen. Ich muss aber mal aus diesem Crime-App hier raus. Weil das fickt echt meinen Kopf, muss ich echt zugeben. Seit 6 Monaten, Alter. Weiß gar nicht, wie ich das aus... Weißt du, das Problem ist, ich habe mega Bock zu zocken, aber ich denke mir dann so, und ich habe auch mega Bock zu streamen, aber ich denke mir dann so, ich quäl mich selber damit, ne? Wenn ich dann nichts zu tun habe in dem Spiel. Kennt ihr das? Das ist so, als würdet ihr, ich weiß nicht, FIFA spielen und ihr steht ganz allein auf dem Platz. Ihr habt nichts zu tun. Und euch ist langweilig. Ich halte das nicht aus. Ich will kein Spiel spielen, was langweilig ist. Deshalb ist manchmal gehört es für mich zu spielen eine Qual. Und es ist einfacher gesagt als getan, zu sagen, ja, geh doch mit Curtis da irgendwelche Freunde suchen oder geht nicht. Ich bin gebrandmarkt, ich komme vom Junkie Park. Alle hassen uns. Ich kann mit dem nicht einfach zum Kuchenladen gehen und Freundschaften schließen. Der ist einfach gebrandmarkt. Deshalb muss, na ja, genau, ist eine geile Abwechslung, deshalb muss ich das machen. Und ich habe mega Bock auf Big Peanut. Aua. Geiselnamen war noch ganz nett. Soll ich ehrlich zu mir selber sein? Das ist so das schlechteste RP, was ich in meiner ganzen Karriere je gemacht habe. So, ich habe das von Anfang an nicht wirklich gefühlt. Auch mit den Geiselnamen nicht. Klar, gibt auch lustige Sachen bei uns im Park. Und die Leute sind auch cool. Das sind auch in meinen Augen die einzigen auf dem Server. Vielleicht mit BOM noch so, die, aktiv im Crime-RP auch Konflikte suchen und nicht in ihrer Bubble leben. So, das ist kein Hate jetzt gegen andere. Die nicht einfach den ganzen Tag da rumchillen und in ihrer Bubble leben und sagen, jojo, wir sind Gangster, so, aber wir machen nichts. Die suchen halt aktiv nach Konflikten, weil das ist Crime-RP. Die suchen irgendwelche Stories immer wieder. Aber meistens kriegen die dafür aufs Maul. Ja, die ist auch, stimmt. Hast recht, Oma. Ja, die ist auch. Und Bomb würde ich dazu auch noch zählen. Aber die kriegen jedes Mal aufs Maul dafür. Die gehen Leute überfallen, zack, all die Nullbann. Weil jeder Hans Dampf immer im Support rennt. Immer. Egal, was passiert, immer wird in Support gerannt.
Ich habe die Geiselnahme beim Verwaltungsamt nicht so gefolgt, beim Department of Justice, dort. Weil die nicht verlieren können. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das kann uns sein, einfach nicht, dass die nicht verlieren können, sondern dass die einfach den Park nicht mögen und denken sich, yo, jetzt haben die reingeschissen, jetzt gehen wir die melden, dann werden die gebannt. Einen Finn zum Beispiel aus dem Park, der hat fast jeden Tag ein ID-Nullbon. Was ich nicht alles schon für Clips gesehen habe, Alter. Beim Gefängnis. Ja, war actionlastiges RP, ne, aber da haben wir aber nicht reingeschissen, da haben die Cops reingeschissen, in denen die Geiseln abgeknallt haben, finde ich. Aber es ist auch schon wieder so lange her. Machen wir nur Duftkerzen, dann gehen wir schon mit Big Peanut rein. Bin ich viel zu erzählen. Ich will jetzt hier auch keinen anpissen oder so und sagen, ihr macht alles schlechtes RP und rennt nur in das Supporting. So kommt das halt aus meiner Dings rüber. Dass keiner was machen kann, weil immer gibt es Ärger. Hallo Jack Rich. Das war heute sonst nur so gemacht. Nix. Aufgestanden, gechillt. Ich feiere das ja übel, dass dir die Sonne scheint, ne? Zumindest ein bisschen. So, da steht man auf und hat direkt bessere Laune. Wie lange ist das? Was denn? Die Nullbahn ist so ein Sicherheitsbann bis zur Klärung des Supportfalls. Und das kann manchmal echt lange dauern. Vermisse den Schnee, bist du verrückt? Hallo Affen-Fanboy-Kapper. Ja, Super Seducer muss ja erst freigegeben werden, auch von Twitch, ne? Das wird ja, hab ich auf Reddit gelesen, hat der irgendwie geprüft momentan. Hallo Squeezy. Und wo war hallo? Vom Einkauf zurück und jetzt Karte schauen. So spät gehst du einkaufen, bist verrückt. Boah, das ist doch die Hölle los. Mal Freaky, Dankeschön für den Prime 30. Merci. Ich würde mich freuen, wenn die Leute auch IP zusammen machen würden. Mittlerweile sind wir in der Szene ja davon weg, dass man sagt, ja, zwei Gangs dürfen nicht miteinander RPen. Weil da das Kuscheln und so. Stellt euch mal vor, ich glaube, auf Lucky ist das so. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Ferris letztes Mal zugeguckt. Da wird die Southside so komplett bespielt. Und das wäre richtig cool. Wenn alle an einem Strang ziehen. Mit Konflikten so. Aber das ist alles Wunschdenken. Der schlägt mich. Was denn? Auf dem Stuhl von Curtis. Was ist das mit meinem Stuhl? Wenn es geprüft wird, wie konnte Daniel es dann zocken auf Twitch und viel andere. Weil das vor dem eigentlichen Release schon rausgegeben wurde an gewisse Streamer. Das ist auch nur meine Quelle ist Reddit gewesen dafür. Und da ist nackte Haut zu sehen und so. Ich weiß nicht, ob das ganz koscher ist. Bin auch kurz vor halb vom Einkauf wiedergekommen, Haar auspacken und den Stream gucken. Geil. So, ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Wir gehen jetzt gleich schon in Pommes. Mal gucken, was heute passiert. Mal gucken, ob Alex überhaupt Zeit hat heute. Und sonst den üblichen Struggle. Was geht, JB? Dachte, das wäre die Full-Version. Ich glaube, das ist die Full-Version schon, aber die wollten halt trotzdem an Streamer vorher rausgeben. Irgendwie so, Bruder. Ich habe da auch nicht so viel Ahnung von. Schöner Tag vorbei, jetzt wieder RP. Oma, keiner zwingt dich, hier zuzugucken. Hab gehört, bald gibt's 12 Stunden Stream mit Big P. Boah, ich glaube, das halte ich nicht aus. Kurzen Arbeitstag gehabt, alles gut, freut mich. Aber der Raymond, das ist auch immer mal, was Gaming-Markt betrifft. Irgendwie ist das auch zu 50% permanente Verarsche alles. Ich erinnere nur an dieses eine Piratenspiel. Was war das nochmal? Wie hieß das? Ach, wie hieß das, Mann? Da hast du so eine Tastenkombination im Spiel gedrückt, dann hast du auf einmal das Interface von dem Spiel davor gesehen. So ist einfach nur ein Abklatsch gewesen. Ach, keine Ahnung mehr, wie das heißt. Weiß ich nicht mehr. Ja, genau, Askel. Dankeschön, Pascal. Atlas war das, genau. Ne, du siehst da diesen Trailer und sagt, sieht mega dick aus und du hast voll Bock drauf, Alter. Und dann kriegst du da so eine Rotze hingeschmissen. Aber ich bin ja eh nicht so der Typ, der alle Spiele testet. Ich habe ja nicht mal Cyberpunk angespielt bisher.
Schon von Gartic Phone gehört, dass Browser Gimio hat die Mila mit zu heute gezeigt. Aber wollte keiner am Teamspeak mitspielen. Weil die alle in Dings drin waren, EFT, glaube ich. Nee, LOL haben die gespielt. Johnny wieder und so. Müssen wir mal gucken, ob die Bock haben. Sea of Thieves wollten wir ja auch mal spielen. Habe ich den Johnny schon Bescheid gesagt. Bisschen Pirat machen. War ja ein Piraten-Remake von Ark Survival. Ja, das war absolut Schrott, war das. Das, was ich gesehen habe. Ist jetzt Big P so eine Art Zwischending, um mal was anderes als Gangs zu sehen, weil da ein bisschen die Luft raus ist oder wie? Ja, so ähnlich. Big P wird aber jetzt nicht nur ausgepackt für eine Woche oder so, ich werde den aktiv spielen. Und wenn da wieder nichts geht, werde ich einen anderen Charakter spielen. Warum sich nicht mal versuchen, neu zu erfinden? Vielleicht irgendwann mit Dexus auf Streife, CTF und so. Irgendwas, was Cooles. Ansonsten andere Spiele oder Dodge. Hier müssen wir alle Pummelparty spielen. Haben wir doch auch schon, oder? Ich weiß nur nicht, ob Dings. On-Stream. Und stream nicht. Oder man kann alles gern, BH. Daisy ist schon tot. Daisy war wirklich nur so ein Zwischending. Mario Kart. Gibt's Mario Kart für den Computer? Oder muss ich dann eine PlayStation kaufen? Der Sie lebt nur ohne Curtis. Mit Big P wird schön reingeschwitzt, ja Mann. Am Ende ist Big P der Chef von der Stadt. Brauchst eine Switch? Boah. Halbe Cooper-Stream hier dann. Nintendo musst du kaufen. So, Klappe jetzt hier, Mucke. Channel anmachen, da drüber schieben. Und Raja MP starten. Let's go. Spiel haben wir gewechselt. Na, wo ist Cooper eigentlich? Streamt Cooper noch? Ich glaube, der ist in der WoW-Pommes komplett gefangen. Zockt Arena. Ab in die Pommes. Ich habe eine Switch, aber diese Lite-Version davon. Bin mir nicht sicher. Aber da brauche ich auch Game Capture Card und so ein Kack, ne? Lohnt sich das überhaupt für ein, zweimal Dings spielen, Mann? Ich glaube nicht. Hallo, Respekt, guten Abend. eBay. Zuletzt WoW, aber gibt bald neue Pokémon Dings, also wieder Pokémon Streams. Ich habe schon endlos lange nicht mehr mit dem Cooper gequatscht, obwohl ich ihn ab und zu mal im Teamspeak sehe. Hallo Dan Mac, guten Abend. So, mal gucken, ob euch jetzt hier alles funktioniert in der Pimmis. It's only game. Aventador, danke schön für den Prime am 12. Merci. Was geht ab?